Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Minecraft-Mod-Vorstellungsfolge. Dieses Mal fange ich an mit dem Portal-Mod und ich sage, fangen wir mal an. Dann fangen wir mal vorne an. Also als erstes werde ich die ganzen Gegenstände, die ihr hier seht, vorstellen. Und anschließend werde ich euch noch die Crafting-Recipes zeigen. Dann fangen wir mal an. Also das hier ist die Potato-Gun. Die kennt ihr sicherlich. Also wenn ihr Spiel gespielt habt, müsst ihr die kennen. Die kriegt man später, nachdem man gerade die Portal 2, wenn man Withy da besiegt hat. Die schießt halt Portale. Kann man durchgehen. Ja, ist eigentlich so wie jeder andere. Dann gibt es hier noch eine Bacon Gun. Was genau die jetzt macht, ich weiß jetzt nicht. Spezielles. So, sie schießt auch Portale, aber genau weiß ich jetzt nicht, was die jetzt noch so macht. Und dann zur Peabody Gun. Das ist dann, wenn man in Portal 2 Koop spielt, ist das die Gun, die Owen haben wird. Ihr seht, kann man auch hier wieder Portale schießen. Oh, okay. Wie gesagt, es kann schon lustig sein, hier rum zu hüpfen. Yay. Nein, okay. Gehen wir weiter und dann zu... Ja, eigentlich sind die Portal-Guns alle dieselben. Also die machen alle Portale, unterschiedlichen Farben halt. Und ja, die kriege ich jetzt... Die kriegt man, glaube ich, nur weg, wenn man den Portal-Lock darunter kaputt macht oder halt ein neues setzt. Dann macht er einfach mal mit dem kaputten Turm weiter. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Also, wenn ihr das Spiel gespielt habt, wisst ihr eigentlich... Oh, okay. Wisst ihr eigentlich, was das ist? Also das ist einfach nur so ein Turret. Der visiert dich an, schießt aber nicht. Also schießt, versucht schon zu schießen, aber ich kann es mal zeigen. Und... Ah, er will nicht. Okay, dann machen wir es. Zeige ich das gleich mal. Ich weiß wieso. So, dann müsste er mich eigentlich jetzt... Ach komm schon. Nichts wahrscheinlich daran, weil ich erst noch wieder einen neuen Spiel joinen muss, aber egal. Wie dem auch sei, der schießt halt ein bisschen auf dich. Das zeige ich gleich nochmal. Aber sonst macht er eigentlich nicht großartig was. Das hier ist dann ein normales... Hallo. Genau, hallo. Das ist ein normales Turret. Der schießt ganz normal auf dich. Das ist doch gut. Durchlöchert dich halt und ja, man kann sie halt kaputt machen, wenn man gegenläuft, sie schlägt, dann kriegt man sie, kannst du neu platzieren. Und ja. Dann gibt es hier noch den normalen, also diesen Friendly Turret, der hat sich irgendwie umgedreht, warum weiß ich nicht genau. Und das Lustige ist, wenn man vier von denen in eine Reihe stellt, dann machen die so eine Art, was heißt eine Art Lied, dann machen die das Lied, was am Ende von Portal 2 läuft. Also nicht ganz am Ende, sondern dieses gescriptete Szene. Dann gehen wir weiter zum Radio. Ja, ihr hört's. Ich hab's ausgemacht. Das macht schöne Musik. Genau dieselbe wie ein Portal. Man kann es auch rumschieben. Kann es wieder ausmachen. Kann es auch kaputt machen. Hier hinsetzen. Dann gehen wir weiter zum Companion Cube. So wirklich sinnvoll sind die noch nicht, da es glaube ich noch keine Druckplatten gibt. Aber ja, man kann ihn auch rumschieben. Liebhaben. Und ja, auch drauf rumspringen. Ja. Das ist dann so ein Companion Cube Vent. Der spawnt die halt. Und da hat man zwei. Yippie. Boah, den kann man nicht liebhaben. Wieso? Mag mich nicht. Ja. Und dann gibt es noch die Storage Cubes. Also das hier ist ein Cube, der... Du musst halt eine Weile behalten im Spiel. Der hilft dir quasi. Und der hier ist einfach, die tauchen halt mal so auf. Drückst ein Knöpfchen, dann tauchen die auf. Kann man dann halt so auf Druckplatten platzieren. Also nicht hier in dem Spiel, aber in Portal normal. Ja. Dann gibt es noch diese schönen Dinger hier. Kennt die wahrscheinlich, wenn ihr Spiel gespielt habt auch. Die machen das hier. Ja, und da kann man ein bisschen Spaß haben. Und wie ihr gesehen habt, habe ich keinen Fallschaden bekommen. Denn ich habe hier so Boots. Ganz praktisch. Warte. Kannst du mal zeigen? So, so sieht's aus, wenn man keine hat. Und ja, deswegen behalte ich es immer an, weil hier eine Höhle ist. Okay. Also, oh, man kann sie doch kaputt machen, oder wie? Oder auch nicht. Egal, dann mach ich
Erstmal die ganzen Portale weg. Und jetzt mal wieder ein bisschen Erde nach, damit wir alles schön haben hier. Sieht ganz ordentlich jetzt aus mittlerweile. Ja, wie ihr bereits schon gesehen habt, gibt es auch die Dinge hier. Damit bin ich nämlich eben da hinten irgendwo da. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Hütte war. Da bin ich da rausgeklappt, durchgegangen. Wenn es so macht, kann sie aktivieren. Durchlaufen. Man kann sie auch einstellen, wenn sie aus wären. So, da kann man sie einstellen, zum Beispiel die Farbe, ist beispielsweise alle orange sind. Geht halt nur ein orangenes. Kann nur einstellen, dass die, also wenn man den halt, wenn der einmal unten ist, gehen sie ja wieder aus. Aber man kann es auch umstellen, dass wenn das einmal, ah komm, dass wenn das einmal anwesend ist, immer anbleibt. Was allerdings ein bisschen praktisch ist, wenn man erst das Ding abmachen muss. Und ich nicht glaube, dass man Dinger so abkriegt. Nope. Ja. Dann kommen wir weiter zur anderen in der Musik. Da gibt es erstens, was ist das? Also es gibt You Want, Want You Gone, das ist aus Portal 2 die Endmusik, die Credit-Musik. Dann Still Alive, das ist die aus Portal 1, die Credit-Musik. Und es gibt dieses Lied da hinten. Es gibt übrigens noch eins, das zeige ich aber gleich. Ja, wie ihr seht hier. Ganz normal Portal. Und das Chest hier steht, weiß ich gar nicht. Und es gibt auch die. Und die letzte ist halt hier. Valve Radio Loop. Wie ihr merkt, ist genau dasselbe. Ja, und dann sehen wir uns gleich bei der speziellen Musik. Oder bei Minecraft und Recipes, je nachdem, was ich als erstes mache. See you. Ja, also ich habe noch was vergessen zu zeigen. Nämlich diesen Energieball-Spawner, also den man im Spiel auch sieht. Den aktiviert man mit Redstone und da schießt du schon eine Kügelchen. Okay. Und dazu gibt es auch noch diesen hier. Also quasi den Aufhänger. So. Oder davor zeige ich erstmal was anderes. So, also ihr seht die. Ah, die gehen mit der Zeit kaputt, das ist neu. Okay. Ihr seht kein Signal, Redstone-Signal. Aber jetzt gibt es ein Redstone-Signal. Also ganz praktisch und man kann, glaube ich, zwei gleichzeitig in der Welt haben. Oder? Okay, so viel dazu. Geht doch mehr. Und ich weiß gar nicht genau, was passiert, wenn man da reinläuft. Ich gehe einfach mal stark davon aus, wenn man einfach stirbt. Genau. Das ist auch eine lustige Todesanzeige. Death Attack HEP was doomed to fall. Hello. Would you come over here? Praktisch, dass sie gerade nicht auf mich schießen. Ich weiß nicht wieso, aber. Ist ganz praktisch. Wie ihr seht, sie schießen auf Mobs. Komm her, verfolg mich. Komm her. Ja, komm. Komm her. Tot. Hab da fein gemacht. Ganz fein. Richtig. Nee, ihr kriegt keinen Kekse, böse. Ja, dann zeige ich euch jetzt eben die Rezepte. Oder je nachdem, was ich als erstes mache. Ciao. Ja, willkommen zurück zu den Recipes. Ich fange jetzt mal an mit den Portalen. Also das hier braucht man allgemein, um überhaupt die Portale herzustellen. Also diese kleinen Miniatur-Blackholes, also schwarze Löcher. Diese Enderperlen, das bekommt man, indem man, wie der Name schon sagt, Enderperlen halt verbrennt, quasi also in den Ofen packt. Aus denen macht man sich dann so eine normale Portal Gun und die kann man dann noch halt bearbeiten, wenn man beispielsweise leichtes Blau hinzufügt. Dann gibt es hier diese eine vom Multiplayer, die Portal Mod von Blue. Da kann man die Orange machen, ja, indem man halt Gelb eingibt. Portal Pork Chop, also Bacon Gun, ich weiß noch nicht, was genau bringt, aber ja, und halt noch Gladius Gun. Geht mal weiter und geh mal hier hin.
Hier zeige ich, hier ist, wie man Gladius herstellt. Ist recht kompliziert in diesem Falle. Das sind diese Portal-Spawner, die ich euch eben auch gezeigt habe, wo ich durchgegangen bin. Die macht man sich auch wieder mit so einem Black Holding. Dann das hier sind diese Portalhalter, Portalgunhalter. Auf denen waren die Portale, also die Portalguns eben. Und dann die Longfall Boots, damit man keinen Fallschaden kriegt. Allerdings ist das hier noch keine, den kann man noch nicht anziehen. Man muss nämlich erst den noch mal, also zweimal machen und dann so halt zusammenfügen. Da kann man sich so ein Sandwich Turret machen. Und es gibt dann, wenn man die platziert, gibt es eine 20%ige Chance, dass ein freundlicher Turret spawnt, der eigentlich nichts Böses macht. Und wenn man die verbrennt, also in den Ofen tut, kommt ein Defekt daraus. Dann ist das hier diese Hüpfplattform oder Aerial Faith Plate. Ja, also wie ihr merkt, ihr braucht sehr viel Eisen und Obsidian für die ganzen Sachen hier. Hier schon wieder. Das hier ist ein Energieball-Dispenser. Und das hier ist ein Fänger. Die macht man sich so. Also wenn ihr euch genau angucken wollt, wie das geht, könnt ihr das Video pausieren. Und ja, ich zeige euch das einfach nur. Da kann man sich hier einen Storage Cube machen, wieder mit Eisen, tonnenweise Eisen. Und wenn man einen Companion Cube haben will, muss man den einfach mit der Rose rechts anklicken. Dann hat man einen Companion Cube. Hier, so ein. Das Radio macht man so. Ja, eigentlich ganz einfach. Ach ja, und wenn man den Companion Cube dann verbrennt, dann bekommt man eins der Lieder raus. Ich weiß jetzt nicht genau welches, aber ihr werdet es selbst rausfinden wahrscheinlich. Wenn man dieses dann nochmal verbrennt, das Lied, kommt diese Disc raus, also dieses Radio Loop. Und das kann man dann benutzen, um Radio zu bekommen. Und wenn man zweimal das aus dem verbrannten Companion Cube nimmt, das Lied, kann man sich dann das andere Lied machen. Ist gerade wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, weil ich nicht genau weiß, was das ist. Und hier, das ist ein Storage Cube Spawner. Das heißt, wenn man da beispielsweise Redstone hinzufügt, spawnt er dann so ein Storage Cube. Und genau umgekehrt, also ist das umgekehrt genauso mit dem Companion Cube. Und ja, es wird wieder dunkel. Und ja, das war es eigentlich zu einem grundlegenden Recipes. Ach ja, und falls ihr euch wundert, was das hier ist, hier steht schon Unfinished Do Not Use. Und was genau das hier ist, das weiß ich eigentlich nicht. Ja. Das macht nichts. Geht kaputt. Geht wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich groß geschrieben habe, genau. Okay, ich weiß, was es ist. Und das war es eigentlich schon fast mit dem Mod Showcase. Und dann würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten. I'm different.
Oh,